Ich habe was vorbereitet und zwar ist mein Lieblingsmedium bei Salzburg 24. Ich habe mal die schönsten Überschriften der letzten 14 Tage zusammengesucht und möchte sie dir einfach mal vorlesen. Riesiges Loch im Gehsteig verschluckt zwei Menschen. Hast du Hintergrundinformationen zu diesen... Nein, ich habe die Artikel extra nicht gelesen. Salzburg 24 macht ja internationale Berichterstattung, ne? Das sind Ja, nein, also diese ganzen obskuren Meldungen... Das war jetzt schon mal direkt interessant, ob in Salzburg irgendwo zwei Leute in einem Loch verschwunden sind. Also ich habe das Bild gesehen, es war ein Gehsteig und da war ein Loch drin und da sind dann... Riesiges Loch im Gehsteig, verschluckt zwei Menschen. Verschwörungstheoretiker-Material. Ich habe noch keine dazu gelesen, aber ich nehme an, es gibt sie schon. Sehr passend wäre natürlich zur Hohlerde und den Reptilienmenschen, die darin leben. Tiger stürzt aus Wolkenkratzer in den Tod. Also jetzt. Transport würde ich auf jeden Fall. Also das Tier sollte vielleicht von einem Freigehege in einen Zoo transportiert werden oder umgekehrt aus dem Zoo wieder in die Wildnis. Über einen Wolkenkratzer. Achso, es ist. Nee, wie ist er abgestürzt? Tiger stürzt aus Wolkenkratzer in den Tod. Ich hatte Flugzeug im Kopf. Wie kommt denn der Tiger nach oben? Also mit dem Fahrstuhl wahrscheinlich. Aber warum? Ja. Ja, aber das kann doch schon wieder irgendeine Geschichte nur sein, die mit irgendwelchen reichen Leuten und Kokain zu tun hat. Da, das ist die Meldung. Kommen reiche Leute und Kokain drin vor? Das wäre meine Frage. Das wäre doch mal ein Pluspunkt, oder? Wir lösen das Ganze jetzt mal auf. Ein junger Tiger ist in der ostchinesischen Großstadt Pingdu aus einem Wolkenkratzer in den Tod gestürzt. Wie die staatliche Zeitung Peninsula City am Mittwoch berichtete, entdeckte ein Paar auf dem Heimweg das tote Raubtier in der Nähe des Hochhauses. Die Polizei vermutet, dass das riesige Feuerwerk zum Jahreswechsel den Tiger in Panik versetzte. Das Tier sei offenbar aus einem Käfig ausgebrochen und dann in den Tod gestürzt. Ja, aber was macht der im Käfig da oben? Das wird nicht erklärt. Ja, Wahnsinn, das ist doch das Einzige, was einen interessiert, oder? Meine Theorie, ihr könnt das ja gerne mal drunter posten, Hashtag toter Tiger oder so, was weiß ich. Mich würde interessieren, ob ich da richtig liege. Ich sage ja reiche Menschen und Kokain. Frau will Freund Penis abbeißen. Passiert, shit happens. Megabus befreit Auto von Schnee. Oh, das Video habe ich gesehen. Es ist höchst unspektakulär. Ja, ich denke es mir. Ja. Gut, so viel dazu. 50 Shades of Grey. Mexikanerin masturbiert im Kinosaal. Das habe ich mitbekommen, so am Rande. Die wurde ja dann gegangen aus dem Kinosaal. Wenn du das geil findest, glaube ich, was da passiert ist, dann hast du einfach kein Sexualleben. Also hast du ein Sexualleben vom Schwamm. Das ist doch diese Frau, die nicht schreiben kann und die hat doch dann in irgendwelchen Foren hat sie doch so Fan-Scheiße geschrieben. Ursprünglich war es tatsächlich. Wie nennt man das? Fanfiction. Fanfiction. Tatsächlich war ursprünglich genau dieses Buch eine Twilight. Das muss man sich mal vorstellen, eine Fanfiction. Also Twilight. Also Twilight mit Fesselsex. Das ist doch. Oh Gott! Das sind ja dann immer diese Leute, die da eh schon psychisch ein bisschen Schwierigkeiten, also sagen wir mal, Schwierigkeiten mit ihren Sozialkompetenzen haben, wie man drauf ist, dass man in so einer Twilight-Story lebt. Twilight fürchterlich, Fanfiction fürchterlich, 50 Shades of Grey fürchterlich, schlimme, ganz, ganz schlimme Autorin, schlimmer Regisseur, fürchterliche Schauspieler, ganz, ganz schlimm, ganz, ganz schlimm.